Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute hat die Aktion Straßenopfer-Ritual der drei Welten begonnen. Der Aktionszeitraum beträgt 40 Tage, also wahrscheinlich der gesamte Zeitraum bis zur nächsten Version. Und ja, ziemlich heftig. Und wir starten heute mit den ersten Aufträgen, aber wir werden natürlich nicht mal ansatzweise alles fertig machen, weil bei 40 Tagen Zeit kann man sich vorstellen, da wird noch einiges freigeschaltet werden. Wahrscheinlich erst in ein, zwei Wochen. Enkanomiya ist jetzt von dichtem schwarzen Nebel, dessen Ursprung noch unbekannt ist, umhüllt. Um die Zukunft von Watatsumi zu sichern, beauftragt Kokomi dich, noch einmal nach Enkanomiya zu gehen. Und ja, wir müssen erstmal den Auftrag, das, was unsere Vorfahren uns anvertraut haben, und weitere Aufträge abschließen. Ich schätze mal, um diesen Auftrag anzunehmen bzw. die Aktion zu starten, müsst ihr vorher die Zone Enkanomiya oder die Welt oder wie auch immer man das Ganze nennen möchte, freischalten. Vorher wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Das heißt, die Quest müsst ihr auf jeden Fall vorher machen. Geh nach Sangonomiya zurück und sprich mit Tsuyuko. Du bist besorgt über den Verlauf des Watatsumi Goryo Matsuri und beschließt, den Sangonomiya-Schrein zu besuchen. Ja, dafür muss man, wie gesagt, nach Sangonomiya gehen. Und hier müsste jetzt eine Tsuyuko auf uns warten. Ich erwartete heute den Besuch eines guten Freundes, denn der Wind in Watatsumi kommt heute aus dem Süden. Jedes Mal, wenn du so redest, müssen Spielestelle und Palmon die halbe Ewigkeit herumlaufen. Sag das nicht. Sind wir nicht irgendwie gute Partner? Die allerbesten sogar? Aber heute möchte ich euch um etwas bitten. Der Legende nach fügten meine Vorfahren den Watatsumi Goryo Matsuri eine weitere Reihe von Prüfungen hinzu. Das hat nichts mit dem Überleben von Watatsumi zu tun, sondern mit der Wahrheit. Eine weitere Reihe von Prüfungen. Jetzt, da die Krise um das Überleben von Watatsumi überwunden ist, werde ich euch aus meiner angestammten Pflicht und Verantwortung heraus daran erinnern. Ihr könnt euch in das sogenannte Land des Schlangenherzens begeben und nach Hinweisen auf die zweite Prüfung suchen. Puh, endlich habe ich es ausgepackt. Was für eine Erleichterung. Diese schwere Verantwortung kann ich nun an meine zukünftige Tochter weitergeben. Das war's? Das ist schon quasi deine angestammte Verantwortung? Bis heute hat Paimon immer noch Schwierigkeiten, Tsuyukos Gedankengänge zu folgen. Gedankengängen. Achso, das war es echt, oder was? Lol. Okay, also jetzt müssen wir schon nach Enkanomiya gehen. So. 50 Meter vom Teleportationspunkt beim Schlangenherz entfernt. Nun, da dieser Körper enthüllt wurde, hätte die Blutzweigkoralle in die Hände der Meeresgötter gelangen sollen. Das ist eine Erleichterung. Mein Name ist Erebos und mein Name im Inazuma-Stil ist Eboshi. Ich bin eine der Hilfskräfte von Sangonomiya und eine der Schreinjungfern von Enkanomiya. Du musst der Recke sein, der die Koralle erhalten hat. Das bin ich. Es tut mir leid, dass das, was ich dir jetzt sagen werde, vielleicht zu kompliziert ist, um zu wissen, wie ich anfangen soll. Du kannst am Anfang beginnen und wir hören zu. Vielen Dank, dann lasst mich euch einige Hintergrundinformationen geben. Es begann, als Watatsumi um Mikami die Pforten des Meeresabgrunds durchbrach. Tief in Enkanomiya befindet sich eine natürliche Höhle, die zur Insel Watatsumi führt. Es ist auch das Land der irdischen Glückseligkeit, das von Omikami versprochen wurde. Auf Geheiß von Omikami haben wir die Kultur von Narukami studiert und diplomatische Beziehungen zu den Ländern aufgebaut. Dann sprach man in Narukami von uns als die Schönheiten von Watatsumi. Man sagte damals, dass die reine Haut der Menschen auf Watatsumi sie vor den sieben Makien schützen würde. Dieses Sprichwort stammt daher, dass unsere Vorfahren in Enkanomiya kein Sonnenlicht abbekommen haben. Komm zum Punkt. Ah, Entschuldigung. In den alten Tagen der Diplomatie mit den Völkern habe ich als Hilfskraft in Sangonomiya oft als Tourenführer fungiert. Also habe ich einfach... Aber zurück zum Thema. Ich hatte eine Meinungsverschiedenheit mit Sangonomiya und durch die Vermittlung von Watatsumi Omikami von Kamen wird zu dem aktuellen Vorschlag. Ich glaube, da ist irgendwas falsch gelaufen. Ich glaube, das heißt einfach nur, durch die Vermittlung von Watatsumi Omikami kamen wir zu dem aktuellen Vorschlag. Das von komplett weg und da haben sie einfach einen Rechtschreibfehler. Da ist bei Enkanomiya ein Phänomen, wie den Sündenschatten gibt, werden Dinge wie die Vergangenheit, die Geschichte und die Wahrheit ewig weiterleben, selbst wenn man sie nicht beachtet. Wir bemühen uns also, unser Bestes zu geben, nicht um uns zu erinnern, sondern um zu vergessen. Offensichtlich war das auch die Meinung von Sangonomiya. Palmon glaubt, Sangonomiya, von der sie sprach, war die Schreinjungfer Sangonomias von vor langer Zeit.
Das Verfahren zum Erhalten des Korallenzweiges soll der Nachwelt so wenig wie möglich zum Gesamtbild der Ereignisse verschaffen. Ich hingegen bin dafür, die Wahrheit sichtbar zu lassen. Deshalb hat mir Watatsumi Omikami die Erlaubnis gegeben, hier eine zusätzliche Prüfung durchzuführen. Und wenn ich sie bestehe, werde ich das Geheimnis erfahren. Nimm die Herausforderung an. Ich nehme die Herausforderung an. Gut, dann werde ich die zusätzliche Prüfung für dich starten. Oh, okay. What is happening? Oh, kommt da jetzt eine neue Insel oder was? Oha, cool. Extra für das Event. Die drei Prüfungsstandorte sind vorbereitet. Lass mich also die Hinweise für die verbleibenden drei Prüfungen geben. Bitte inmitten der ewigen Nacht schau weit über die Grenzen von Byakuya-Koku hinaus. In der düsteren und endlosen Nacht jenseits des rauschenden Flusses Styx, wo das Licht des sündlosen Himmels fließt. Bitte öffne das Siegel der Quelle des Himmelslichts und entriegle das Tor zum Himmel, zum Ort der Prüfung. Die Quelle des Himmelslichts? Nachts sieht man drei Lichtsäulen von der Kuppel herabfallen, die auf die Stelle hinweisen, an der das Licht vom Himmel herabströmt. Du bist ein bisschen zu vage. Es tut mir leid, Watatsumi Omikami hat es so geschrieben. Es ist auch üblich, dass die Prüfungen unzusammenhängend sind. Kurz gesagt, die Jibashiri, die bei den Prüfungen stehen, sind komische Typen. Sie sprechen nicht in Harmonie miteinander, wenn sie nicht durch das Portal gegangen sind. Ich bin nur hier, um auf eure Rückkehr zu warten, nachdem ihr alle Hindernisse überwunden und alle Anerkennung erlangt habt. Okay, haben jetzt drei Aufträge wahrscheinlich. Ja. Die drei Prüfungen, die drei großen Kampfprüfungen. Okay. Okay. Ah ja. Verstehe. Aber wie kommt man da hin? Gut, hier, da kommt man wahrscheinlich... Warte mal. Ich markiere mir das mal hier. Kunados-Prüfung. 213 Meter. Ah, okay. Man muss gar nicht hinlaufen. Okay. Untersuche den Teich während der ewigen Nacht. Oh, Mist. Habe ich ewige Nacht aktiviert? I'm not sure. Was ist das? Ich bedeutet, dass ich die ewige Nacht nicht aktiviert habe, oder was? Das ist natürlich blöd. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, sie ist nicht aktiviert. Bin mir sogar ziemlich sicher nicht. Oder? Doch, nevermind, das ist ewige Nacht. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber was war warum? Ich hätte erst den Teleportationspunkt freischalten sollen, wäre vielleicht ein bisschen klüger gewesen. So, das wäre auf jeden Fall schon mal der Teleportationspunkt. Da müssen wir jetzt nochmal gucken. Das ist da oben. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, warum das da oben als Ziel angezeigt wird. Beziehungsweise was mit Untersuchen gemeint ist. Also ich schätze mal, wir besiegen jetzt erstmal dieses Vieh hier. Das wird ja nicht ohne Grund hier sein. Das ist jetzt erstmal Aufgabe Nummer Uno. Oh Mist, ich kann da nicht kämpfen. Geh mal aus See. Das hat jetzt gar nichts gebracht anscheinend. Ah, okay. Man muss quasi sich in die Mitte begeben. Also ich bin jetzt mit Kasu einfach hochgesprungen. Aber wenn ihr euch von oben nach unten, also wenn ihr einfach runtergleitet, müsst ihr in der Mitte von dem Teich gleiten. Das ist der entscheidende Punkt. Ich bin jetzt zweimal reingesprungen.
Deswegen hat es nicht funktioniert. Also ihr müsst euren Windgleiter ausgepackt haben und dann werdet ihr nach oben gezogen. Anders würde man da, glaube ich, auch nicht hochkommen. Da muss man auch erstmal rausfinden. Gar nicht so einfach, tatsächlich. Und jetzt werden wir teleportiert wie beim Muskriff, müsste das jetzt sein. Genau. So eine Passage. Die kennen wir ja schon aus Mondstadt. Teleportationspunkt. Nice. Daimon. Ich bin einer der letzten Jibashiri, Daimon, Recke von Sangonomiya. Ich erkenne die Ehre deiner Herausforderung an. Tapferkeit ist die Fähigkeit, alle Feinde mit allen Mitteln zu besiegen. Du musst nur alle deine Feinde besiegen und die Flammen der hohen Pforte befreien. Übrigens sind die Feinde hier alle imaginäre Bilder. Sie sind das Ergebnis des Zusammenspiels zwischen der Sonnen-Flammen-Illusion und dem Eindruck eines mächtigen Feindes, den man in sich selbst spürt. Dennoch kann der kleinste Fehltritt zu Verletzungen oder sogar zum Zusammenbruch führen. Ich werde oben im Drei-Welten-Turm auf dich warten, bis du die Herausforderung gemeistert hast. Okay. Wo ist dieser Turm, frage ich mich nur. Ich war leider schon lange nicht mehr in Enkanomiya, literally seit dem letzten Update nicht mehr, deswegen sorry, wenn ich ein paar dumme Sachen sage, die jeder wissen sollte eigentlich. Aber ich habe mich mit Enkanomiya leider noch überhaupt nicht groß beschäftigt, bis auf die Main Quest, die uns hierher geführt hat. Zu wenig Zeit, zu viel Content. Es ist traurig. Okay. Uff, hat er uns gerade erklärt, wie man die befreit? Irgendwas mit einer Sonnenflammen-Illusion, ne? Okay, hier kann ich sie wechseln. Weiß nicht, ob ich das muss. Ah, okay, nevermind. Das kriege ich hin, 4 Fackeln zu aktivieren. Das schaffe ich noch. Oh. Komm schon, Bennett, gib mir deine Ultimate. LOL! Wie viele Gegner sollen da noch kommen? What the hell? Ja, für den habe ich jetzt leider überhaupt nicht die richtigen Helden am Start. Aber der ist zum Glück nicht so stark wie die Heroide im gewundenen Abgrund. Bei so ein Schild. Alles andere als schnell down geht. Obacht! Na komm, du Beyblade. No! Und Geld. Holy Macaroni. Jetzt muss man da noch hochklettern, oder was? Berühren. Wie bei SpongeBob. Berühren. Ja, für solche Sachen ist immer Kasua der beste Mann.
Sprich mit Daimon. Ah ja, das ist wohl der Turm. Warum zum Teufel sieht er so komisch aus? Daimon, I'm coming. Sehr schön, vernichte alle Feinde. Du bist so mutig, dass man dich als einmalig in Tokoyo bezeichnen kann. Ich, einer der letzten der Jibashiri, Daimon, erkenne hiermit deine Tapferkeit an. Cool. Ah, okay, das war's. Alright. Dann machen wir die Yachi Matahime Prüfung als nächstes. Ach, da war ich halt noch nie. RIP. Was ich die ganze Zeit schon mal wissen wollte, ob man auf diesen Dingern landen kann, beziehungsweise irgendwie mit denen interagieren kann. Oh. Hey. Hey, hier geblieben, Freundchen. Oh, okay, funktioniert nicht, schade. So, wir sind endlich angekommen. Ich schätze jetzt einfach mal, dass es genauso funktioniert wie gerade eben. Das heißt, das kann ich euch nochmal demonstrieren. Genau, man springt einfach mit seinem Windgleiter rein. Mit Kasua habe ich da natürlich einen kleinen Vorteil. Aber ich meine, ansonsten einfach hier irgendwo hochklettern und dann halt runterspringen, müsste ja genauso funktionieren. Und das ist es auch schon. Aber gar nicht so einfach. Also ich meine, untersuche den Teich ist jetzt nicht wirklich ein Hinweis darauf, dass du da mit einem Windgleiter in diese Sphäre oder was auch immer das sein soll, springst. Aber es ist eigentlich ganz cool. Sieht ganz cool aus. Nur vielleicht ein bisschen uneinfallsreich, dass es dreimal das gleiche ist, aber naja. Ich habe nichts gesagt. Ich habe die Kreativität von einer Kaffeebohne. Alright. Ich bin einer der letzten Jibashiri Eki, Recke von Sangonomiya. Ich erkenne die Ehre deiner Herausforderung an. Ich werde die Prüfung der Aufmerksamkeit durchführen. Bitte mach dich auf den Weg, um alle Rätsel zu lösen und die Flamme der hohen Pforte wieder an ihren Platz zurückzubringen. Das Schlachtfeld ist ständig in Bewegung. Die einzige Möglichkeit, die Situation und alle Variablen zu erfassen, besteht darin, ein Ohr am Boden und ein Auge in alle Himmelsrichtungen zu haben. Okay. Wieder viermal flammende Pforte. Ich muss erst da hochkommen. Was ist das? Oh! Ah, okay, nice. Ah, nein! Ich hab für die Geister. Nein! Oh, ich hab nicht die richtigen Helden dafür. No! Ich hab nicht die richtigen Helden dafür. Komm, mach dein Heilungsskill. Ich hasse diese Geister so sehr. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Okay. Uff, was... Ja, wahrscheinlich merke ich mir das jetzt, oder? Aber das wird wahrscheinlich markiert werden, sonst wäre es ein bisschen unfair. Ich war hier ja noch nie. Es wurde nicht markiert. OMG. Ach so, man kann es sich immer wieder anschauen wahrscheinlich, oder? Ah ja. Nein, kann ich es überspringen? Ach Mist. Okay, also eins ist bei dem Turm. Eins ist auf so einer Säule und eins ist an der Klippe. Ach du Heilige. Das erinnert mich so ein bisschen an Harry Potter. Also wo ist der Turm? Da oben ist das eine. War ich denn hier das? Ne. Also da ist eins. Hinter dem Turm müsste eins sein. Da ist auch eins. Na gut, die Geister müssten wir jetzt eigentlich ignorieren können, hoffe ich mal. Berühren. Yes, sir. Bloß weg hier, ich hasse diese Geister so sehr. Okay, dann da oben drauf. Vielleicht hier oben? Ich weiß nicht, wo das vierte ist. Könnte hier sein, ja.
Ist es nicht, aber was zum Teufel ist das hier? Achso, das ist ein Schlüsselmuster, Leute. RIP. Ha. Okay. Schade. Problem ist, zeigt mir das Ding dann immer noch alle vier oder wenn ich schon drei gesammelt habe, zeigt es mir nur noch die Position vom letzten. Würde irgendwie ein bisschen mehr Sinn machen. Genau, da ist das vierte. Aber wo ist das, also das letzte, aber wo ist das zweite, I guess, fehlt mir. Time to go. Time to go. Da ist Iki. Da drüben? Bitte zeig mir jetzt nur noch die Position von dem, was mir fehlt an. Bitte, bitte. Ah, okay, es ist das erste, was ich nicht gesammelt habe. Das ist auf der zweiten Etage von einem zerbrochenen Turm. Es ist hier. Hier oben ist es, lol. Das ist pretty cringe, dass ich das nicht gecheckt habe. Na gut, dann sehen wir uns gleich bei Iki wieder. Iki! Du hast die Prüfung mit Bravour bestanden. Ich, einer der letzten Jibashiri, Iki, erkenne hiermit deine Tapferkeit an. Du bist so scharfsinnig, dass du sogar einen Aal im Winter fangen könntest. Was soll das bedeuten? Zur Zeit der Aufzucht sind die Jungtiere der Unagi noch sehr, sehr klein. Man muss sich konzentrieren und die Augen zusammenkneifen, um sie zu sehen. Tja. Okay. Und auf zur letzten Prüfung. Yachimatahikos Prüfung. Da habe ich wenigstens schon einen Teleportationspunkt. Für Leute, die kein Kasua haben, müsste es so funktionieren. Man gleitet einfach rein. Und dann boom. Genau. Startet man den Aufzug. Aber Kasua-Havers haben hier natürlich einen deutlichen Vorteil. Aber ich meine, Kasua-Havers haben immer einen Vorteil, weil Kasua so verdammt cool ist. Aber nichts gegen Kasua-Wanters. Ihr seid auch Menschen. Zweiter Klasse. Was? Mann und Spaß natürlich. So, unsere letzte Challenge. Uda. Ich bin einer der letzten Jibashiri Uda, ein Recke von Sangonomiya. Ich erkenne die Ehre eurer Herausforderung an. Ich werde die Prüfung der Weisheit durchführen. Bitte macht dich auf den Weg, um alle Rätsel zu lösen und die Flammen der hohen Pforte wieder an ihren Platz zurückzubringen. Ohne ausreichende Weisheit etwas zu tun, ist nicht mutig, sondern einfach nur leichtsinnig. Ich werde oben im Drei-Welten-Turm auf dich warten, bis du die Herausforderung gemeistert hast. Oh, okay, jetzt wird's kompliziert. Jetzt muss man seine eingerosteten Hirnzellen wahrscheinlich benutzen. Oh nein, ich habe den Teleportationspunkt nicht aktiviert. Ah, Mist. No. Sag mal bitte, man kann da hochklettern. Yes. Sorry. Okay. Wieder meine Lieblingsgegner. Braucht gar nicht so dramatische Musik abspielen, ich bin schon lange außer Reichweite.
Ach, noch mehr Geister. Das gibt's ja nicht, dass die Insel der Geister oder was? Sehr widerlich. Uff. Oh no, es ist wieder sowas mit den Türen. Oh, beinahe, Moment. Oh! Time to go. Ach Mann. Ey, warum sind denn hier überall diese dämlichen Geister? Ich muss mein Team wechseln. Für die Geister brauche ich meine Yoimiya. Stirb, Geist. Oder Gespenst oder was auch immer. Okay. Wie deaktiviert man diese Barriere? Ist das einfach nur mit Nacht und Tag? Da hat man natürlich einen kleinen Vorteil, wenn man schon öfter auf Enkanomiya unterwegs war. Wie gesagt, da werde ich jetzt einen kleinen Nachteil. Also für das eine Ding muss man auf jeden Fall zwischen Tag und Nacht. Oder nee, musste man da wirklich? Ja doch, ich glaube schon. Da schaue ich mir erstmal noch an, wo das letzte ist. Da oben. Das sieht doch eigentlich aus, als könnte man das ohne Probleme erreichen. Mal schauen, was da uns jetzt davon abhält, das zu holen. Oder kann man sich das jetzt einfach snacken? Oh. Kein Problem für Mr. Kasua. Wobei, stimmt gar nicht. Man kann einfach da hochklettern und runterspringen, oder? Hier ist es. Wait a minute. Klettern wir mal hier hoch. Zur Not noch Zhongli zur Hilfe nehmen, aber easy. Okay, das war die 1. Dann die 2 ist in so einer Barriere. Und die 3 und die 4 sind hinter solchen Gittern. Okay. Aber wie war das nochmal? Zur hellen Nacht wechseln. Also ich weiß nur noch, dass man gewechselt hat. Und abhängig davon konnte man das irgendwie verschieben. Also ich habe schon mal so ein Rätsel gelöst, aber das ist schon echt lange her. Also einfach so passiert auf jeden Fall nichts. Da gibt es doch dann noch so einen Schalter oder sowas. Was ist das hier? Oh. Ach so. Okay, ich kann mir jetzt auf jeden Fall eins von den Dingern holen. Also das war auf jeden Fall schon so. Diese Barriere ist, die eine ist nur tagsüber und die andere ist nur nachts. Genau. Okay, dann haben wir schon mal 2. Aber jetzt müssen wir herausfinden, wie wir diese Dinger hier bewegen. Da müsste es aber irgendwo einen Schalter geben. Ah ja, genau. Okay, es ist quasi der falsche, oder wie? Wo habe ich ihn jetzt gerade nochmal gewechselt zwischen Nacht und Tag? Das war eins drüber, ne? Das war hier. Wechseln wir mal nochmal. Jetzt könnte es sein, dass der Schalter entweder deaktiviert ist. Nee. Ah ja, genau. Ah ja, perfekt. Okay. Das war die 3. Da müssen wir mal gucken, was da oben jetzt... da oben habe ich gar keinen Schalter gesehen. Oder kann man hier von unten wahrscheinlich hochklettern? Ist da ein Loch in der... Ach so, nee, Moment mal, hier sind wir schon. Ah doch, da ist der Schalter. Oh, no, Moment. Das ist ja voll einfach, lol. Das nennen die ein Rätsel? Das schafft ja jeder. Got it. Alright, wir haben's. Und da sind wir auch schon wieder bei Uda, my man.
Ich bin einer der letzten Jibashiri Uda und ich erkenne hiermit deine Tapferkeit an. Deine Weisheit kann als umfassend und akribisch bezeichnet werden. Wie kann man den Charakter einer Person anhand einer solchen Prüfung erkennen? Dies waren in der Tat die Worte der göttlichen Priesterin in der Vergangenheit, um die jungen Talente zu loben. Später wurden daraus Banner, die jedes Jahr in der Abteilung der Jibashiri wehten. Alles erledigt. Sprich mit Eboshi. Jetzt müssten wir dann wahrscheinlich die Aktionsherausforderungen freigeschaltet haben. Auf diese Weise hast du die Zustimmung aller Jibashiri erhalten. Sie handeln im Namen des Willens von Watatsumi, also hast du auch das Recht, alles zu wissen. Du bist der Retter, der alle Menschen in der Meerregion gerettet hat und du bist derjenige, der von der Meerregion anerkannt wird. Du hast das Recht, über alle Fragen, die dich betreffen, informiert zu werden. Aber bitte halte dich an die Regeln und stell sicher, dass du diese Wahrheiten nicht aus dem Abgrund des Meeres mitnimmst. Was möchtest du noch wissen? Ah, okay, es gibt nichts anderes. Bitte denk daran, dass das, was du in Enkanomiya erlebt hast, für immer ein Geheimnis bleibt. Puh, okay. Ich würde aber sagen, das reicht erstmal für ein Video. Es geht anscheinend noch weiter. Also doch noch nicht ganz so weit. Wir müssen nochmal mit Kokomi reden und vielleicht noch ein, zwei Aufträge erledigen. Aber bald haben wir die Aufträge abgeschlossen, um endlich mit der Aktion zu starten. Danke euch auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich wie immer sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Genshin Impact Video. Bis dahin. Ciao, ciao.